Ein Surfer wollte ein lustiges Video drehen und wurde durch eine Unterwassertechnik aus der viktorianischen Zeit getötet. Eine Frau flehte Ärzte und die Polizei an, ihr zu helfen, doch es war zu spät. Ein Mann ruhte sich im Fitnessstudio aus und wurde unterhalb des Halses gelähmt. Ein 16-jähriges Mädchen weinte wegen ihres gebrochenen Herzens. Dafür musste sie Jahre ihres Lebens und einen Teil ihres Körpers aufgeben. In diesem Video erzähle ich dir die top verrücktesten Geschichten, die je mit der Kamera aufgenommen wurden. Sie werden dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Jacob Cockle, ein britischer Surfer, führt ein extravagantes und erfülltes Leben, trotz seiner Legasthenie. Diese Störung beeinträchtigte seine Lese-, Schreib- und Sprechfähigkeit. Also wurde Jacob ein Filmemacher. Der Mann hatte viel zu zeigen, da er sich für Extremsportarten begeisterte. Am 28. Mai 2014 wollte er etwas Besonderes filmen. Dafür ging Cockle in die englische Grafschaft Cornwall, in die kleine Stadt Hale und fand dort den Cornsur Pool. Er interessierte sich für das Phänomen, das in dem Stausee nur ein paar Mal im Jahr auftritt, ein Strudel. Er wollte auf einer Welle reiten und nahm eine Requisite mit, eine Pferdemaske. Cockle tat das auf eigenes Risiko, denn die Schilder in der Nähe warnten ihn vor der Gefahr. Der Mann hatte Jahrzehnte Wasserstunt-Erfahrung und außerdem war er nicht allein. Jacob wurde von seinem 70-jährigen Freund David begleitet. Der Mann filmte Cockle vom Ufer aus, half ihm mit den Requisiten und behielt ihn im Auge. Als Jacob David bat, ihm die Unterwasserkamera zu geben, tat sein Freund das gerne, ohne zu wissen, dass er damit nun alle schrecklichen Momente auf Video festhalten würde. Cockle tauchte ab, um den Strudel zu filmen, tauchte wieder an der Oberfläche auf und verschwand dann unter Wasser. David, der vom Ufer aus zusah, verstand zunächst nicht, was passiert war. Aber als Jacob nicht mehr auftauchte, geriet sein Freund in Panik. Der Strudel in Cornsur entsteht bei Ebbe, wenn das Wasser nicht rechtzeitig durch die alten Tunnel in die Flussmündung entweicht. Die Gänge wurden angelegt, um den Sand aus dem Becken zu spülen. Cockle geriet nicht nur in einen Strudel, sondern wurde zusammen mit Tonnen vom Schlamm durch einen unterirdischen Tunnel geschleift und auf der anderen Seite des Stausees wieder ausgespuckt. Erst dann gelang es David, die Leiche von Jacob zu finden. Mithilfe eines Passanten brachte der Mann Cockle auf festen Boden und begann ihn wiederzubeleben. Doch der Surfer konnte nicht gerettet werden. Nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass es sich um einen Unfall handelte, wurden die Aufnahmen, für die Jacob sein Leben geopfert hatte, ins Internet gestellt. Seine Familie und Freunde waren sich einig, dass der Mann das Risiko aus eigenem Antrieb eingegangen war. Genau wie Greg Plitt, ein Model, Schauspieler und Fitnesstrainer. Der Mann arbeitete hart und schaffte es auf über 200 Zeitschriftencover. Und das Bild seines Körpers wurde bei Dr. Manhattan, der muskulöse Superheld, verwendet. Es mag wie das perfekte Leben erscheinen, aber Greg musste die Regeln der Popkultur schmerzhaft lernen. So filmte er sich zum Beispiel immer wieder beim Training auf den Bahngleisen. Dieses kleine Detail wurde schließlich zum Dreh- und Angelpunkt in seinem Leben. Im Jahr 2015 in der Stadt Burbank, Kalifornien, gingen Greg Plitt und zwei seiner Freunde wieder zu den Bahngleisen. Niemand weiß es genau, aber es sah so aus, als wollten sie einen Werbespot für einen von Plitt hergestellten Energiedrink drehen. Doch die Kamera hat etwas anderes gefilmt. Greg stand auf den Gleisen und wartete auf die Ankunft des Zuges. Als er am Horizont auftauchte und ein Warnhupen von sich gab, nahm der Mann eine Laufposition ein. Es sah so aus, als wollte Plitt dem Zug entkommen, aber dieses Mal gelang es ihm nicht. Der tragische Moment wurde von der Kamera im Führerstand der Lokomotive aufgezeichnet. Um etwa 4:05 erlag Greg Plitt noch am Unfallort seinen Verletzungen. Es ist immer noch unklar, warum er unter dem Zug gelandet ist. Der Mann könnte gedacht haben, dass der Zug auf einem parallelen Gleis weiterfährt. Vielleicht hat er das Timing oder seine Kraft nicht richtig eingeschätzt oder er ist einfach nur gestolpert. Was auch immer der Grund dafür war, die Tragödie erschütterte die US-Fitnessbranche. Außerdem wurde alles auf Video festgehalten. Die Polizei beschlagnahmte es als Beweismittel. Die Anhänger von Helen, Wendy Niabutu, hatten auch keine andere Wahl, als ihre Helden sterben zu sehen. Im August 2022, in der kanadischen Stadt Collingwood, war die junge medizinische Mitarbeiterin mit ihrer Schicht fertig und beschloss, sich ein wenig zu entspannen. Helen ging in einen Pool, um zu schwimmen und einen Live-Chat mit ihren Followern zu führen. Das Mädchen verbrachte 10 Minuten damit, mit ihren Zuschauern auf einer Social-Media-App zu chatten und schwamm von Zeit zu Zeit von ihrem Telefon weg. Doch innerhalb von 30 Sekunden änderte sich alles. Helen schwamm plötzlich wieder von ihrem Handy weg, als sie plötzlich anfing, im Wasser zu strampeln und versuchte, an der Oberfläche zu bleiben. Aus dem Filmmaterial ging nicht hervor, ob das Mädchen nur Spaß haben wollte oder ob etwas passiert war, bis Helen um Hilfe rief. Aber es war keine Menschenseele in der Nähe.
Also hörte niemand die Schreie der jungen Krankenschwester. Irgendwann schwamm sie dann zur Seite und verschwand aus der Kamera. Aber noch etwa eine Minute lang waren Helens Schreie auf den Aufnahmen zu hören, bevor sie verstummte. Hatte das Mädchen den Pool auf der anderen Seite verlassen, um ihnen einen Streich zu spielen? Aber die Zeit verging und Helen tauchte nicht wieder in dem Video auf. Der Livestream lief jedoch weiter und erst nach über 3 Stunden tauchten weitere Personen am Pool auf. Ahnungslos betrat der Mann zunächst den Pool, doch dann bemerkte er etwas Seltsames. Und erst als die Hotelverwaltung eintraf, wurde klar, dass Helen Wendy im Pool ertrunken war. Aber was konnte sie so schnell umbringen? Sie war doch gesund. Auf diese Frage habe ich immer noch keine Antwort. Vielleicht hatte sie einen Krampf, geriet in Panik und konnte sich nicht über Wasser halten. Das Mädchen könnte einen Herzinfarkt erlitten haben, da sie hart gearbeitet hat, um nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Familie zu versorgen. Ihre 5 Geschwister und ihren Vater, der in ihrem Heimatland Kenia lebte. Sie hatten nicht nur einen geliebten Menschen verloren, sondern sahen auch ihren tragischen Tod auf einem Video. Der Vater des Mädchens weinte über das Video und war untröstlich, dass er die Leiche seiner Tochter nicht in ihr Heimatland zurückbringen konnte. Nach kenianischen Traditionen sollte eine Person dort begraben werden, wo sie geboren wurde. Aber die Rückführung kostete 38.000 US-Dollar. Was für die Familie Nyabuto eine unmögliche Summe war. Schließlich halfen jedoch Menschen, das Geld aufzubringen, und Helens Leiche wurde nach Hause gebracht. Doch die unheimlichen Aufnahmen der letzten Sekunden ihres Lebens kursieren immer noch im Internet. Und die Details dieser Tragödie bleiben unklar. Anders als die Geschichte von Lisa Edwards, die vor den Augen vieler Kameras und der Polizei starb. Die Frau war schon 60 Jahre alt. Ein paar Jahre zuvor hatte Lisa einen Schlaganfall und zog in ein Pflegeheim. Schließlich beschloss die Frau, in ihre Heimatstadt Knoxville zurückzukehren und dort mit ihrer Freundin zu leben. Als Edwards jedoch am Flughafen ankam, verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag wurde die Frau entlassen, aber sie fühlte sich immer noch unwohl und beschloss, ein örtliches medizinisches Zentrum aufzusuchen. Dort wurde Edwards erneut untersucht und am nächsten Morgen entlassen. Als sich die Frau jedoch weigerte, das Krankenhaus zu verlassen, riefen die Angestellten die Polizei. Was dann geschah, nun, seht selbst. Lisa Edwards sagte einem Polizisten, sie fühle sich schlecht und könne sich nicht bewegen. Why can't you walk? Die Vollzugsbeamten waren jedoch skeptisch gegenüber ihren Worten. Ein Schlaganfallpatient kann doch unmöglich aus einem Krankenhaus rausgeworfen werden, oder? Also forderten die Beamten Lisa zunächst auf, das Krankenhausgelände zu verlassen und beschlossen dann, sie ins Gefängnis zu bringen. Als die Frau weiterhin sagte, dass es ihr schlecht ginge, holten sie einen Gefangenentransporter und fingen an, die Frau buchstäblich hineinzuschubsen. Sie war nicht in der Lage zu gehen und rang nach Luft und warnte die Beamten wiederholt davor. Doch die Polizisten schrien Lisa nur an und sagten, die Ärzte hätten ihnen gesagt, dass es ihr gut ginge. Diese Folter und Demütigung dauerten fast eine halbe Stunde lang. Die Beamten hörten einfach nicht auf, als Edwards um Hilfe bettelte und sagte, dass sie sterben würde. Und als die Frau zu Boden fiel, schrien die Polizisten sie einfach weiter an, anstatt ihr zu helfen. Schließlich ließen sie Lisa auf dem Bürgersteig liegen und ignorierten ihre Hilferufe. Die Frau hat fast eine Stunde lang gelitten. Danach zwangen die Polizisten die halb bewusstlose Lisa auf den Rücksitz des Streifenwagens. Die Frau war am Ersticken und flehte darum, dass man ihr wenigstens hilft, sich hinzusetzen. Aber die Polizisten taten nicht einmal das. Einige der letzten Worte von Lisa Edwards, bevor sie ins Gefängnis gebracht wurde, waren: Nach 10 Minuten Fahrt bemerkte der Fahrer, dass die Frau auf dem Rücksitz aus dem Blickfeld verschwunden war und keine Geräusche mehr von sich gab. Wie sich herausstellte, war Lisa bewusstlos geworden. Die Polizisten mussten die Frau ins Krankenhaus bringen, wo sie am nächsten Tag verstarb. An einem Schlaganfall. Als die Aufnahmen der Dashcams der Polizisten ins Internet gelangten, war die Öffentlichkeit empört und man forderte Gerechtigkeit. Die Polizeibehörde untersuchte den Fall und stellte einen 900-seitigen Bericht zusammen, demzufolge keiner der Beamten für den Tod von Lisa Edwards verantwortlich war.
Drei von ihnen wurden jedoch disziplinarisch getadelt. Einer wurde degradiert, ein anderer wurde für 10 Tage ohne Lohn suspendiert und der dritte wurde für 4 Tage suspendiert. Am 12. November 2022 kam ein Team von Pitbikern auf einem Sportstützpunkt in der russischen Stadt Abraudyurso an. Das hügelige Gelände in der Umgebung war perfekt für extreme Fahrten im Freien. Für den 38-jährigen Michael Blumenfeld, für den der Motorsport buchstäblich das Leben war, sollte dies jedoch eine unglaublich schwierige Prüfung werden. Er trainierte seit Jugendtagen hart, nahm regelmäßig an Wettkämpfen teil und verfügte über eine enorme Erfahrung. Doch an diesem Tag machte er den größten Fehler seiner 24-jährigen Erfahrung. Michael und sein Freund hielten auf einem schmalen Pfad am Rande einer Klippe mit Blick auf das Meer. Der Mann wollte gerade auf seinen Freund zufahren, der ihn dabei filmte, als er plötzlich ausrutschte. Und im nächsten Moment fiel Blumenfeld herunter. Sein Freund stürzte an den Rand des Abgrunds und war sprachlos. Michael rollte den Hang des hohen Hügels hinunter und prallte an die scharfen Felsen, bis er verschwand. Als die Sanitäter am Tatort eintrafen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen. Blumenfelds 2 Kinder wurden halbwaise. Außerdem haben sie und die Witwe des Motorradfahrers den Moment seines Todes mit eigenen Augen gesehen, da das Video online geteilt wurde. Wir sind buchstäblich überall von Kameras umgeben, sodass jedes dramatische Ereignis auf dem Filmmaterial landen kann. So geschehen in der brasilianischen Kleinstadt Juazeiro do Norte. Am 4. August 2023. Der 42-jährige Regilenio da Silva, der in dem Fitnessstudio seit 8 Jahren war, kam zu seinem Training. Nachdem er eine Übung absolviert hatte, beschloss da Silva, sich etwas auszuruhen. Er setzte sich auf die Kante des Gerätes, mit dem er gerade gearbeitet hatte. Nach ein paar Sekunden geschah das Unerwartete. Ein 150 Kilogramm schwerer Hebel fiel direkt auf den Hals des Mannes. Die anderen Turnhallenbesucher eilten da Silva sofort zu Hilfe und riefen den Krankenwagen. Doch seine Wirbelsäulenverletzung erwies sich als so kompliziert, dass die Ärzte die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann jemals wieder gehen würde, mit weniger als 1% angaben. Allerdings verlief die 4-stündige Operation gut, er verbrachte weitere 6 Tage im Krankenhaus und schaffte es aufrecht zu sitzen. Der Grund für diese Tragödie ist unklar. In diesem Video ist zu sehen, wie da Silva einen speziellen Hebel benutzt, um die Maschine zu sichern. Die Angestellten des Fitnessstudios behaupteten, das Gerät sei in einem einwandfreien Zustand und das Fitnessstudio selbst sei gerade erst zertifiziert worden. Dennoch boten die Besitzer Regilenio sofort finanzielle Unterstützung und jede erdenkliche Hilfe an. Das Ergebnis? Nach 4 Monaten konnte da Silva wieder mit dem Training beginnen. Der Mann hat es geschafft, sich so weit zu erholen, dass er jetzt ohne Probleme Brust, Schulter, Trizeps, Bizeps und Rückenübungen machen kann. Aber das ist noch nicht alles. Ende August hatte Regilenio das erste Gefühl in seinen Beinen und jetzt befindet sich der Mann bereits in der Rehabilitation und macht seine ersten Schritte nach der schrecklichen Verletzung. Manchmal helfen solche harten Prüfungen, klarzumachen, dass man jeden einzelnen Tag des Lebens nutzen muss. Die junge Kennedy Little Dyke litt unter der Trennung von ihrem Freund. Versuch dich daran zu erinnern, wie sich das anfühlt, wenn du 16 Jahre alt bist. Kennedys 2 Freundinnen überredeten sie, sich zur Ablenkung den Sonnenuntergang anzusehen. Am 22. Mai fuhren die 3 Teenager also zu einem Hügel in der Nähe der kleinen Stadt Dicklow, Idaho. Sie hatten Spaß und Kennedy schien es besser zu gehen. Doch auf dem Heimweg brach das Mädchen plötzlich in Tränen aus, während sie auf dem Fahrersitz saß. Im nächsten Moment verlor der Teenager die Kontrolle über sein Auto, das von der Straße abkam und gegen einen Telefonmasten prallte. Der Aufprall war so stark, dass das Auto zerquetscht wurde und Kennedy 9 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Als der erste Zeuge am Tatort eintraf und den Rettungsdienst rief, wurde klar, was mit dem Mädchen geschehen war. There is a girl hanging by her broken leg from the telephone wire. Wie sich herausstellte, blieb Kennedy an der Telefonleitung hängen. Außerdem bekam sie einen Stromschlag. Aber genau das war es, was das Mädchen nicht auf der Stelle sterben ließ. Kennedy hatte sich nämlich schwerste Verletzungen am Hüftknochen und am linken Arm zugezogen. Aber wie durch ein Wunder drückte der Draht auf die Arterie des gebrochenen Beins und der Strom erhitzte die Wunden am Arm. Trotzdem musste der Teenager eine ganze Stunde lang so hängen bleiben. Die beiden Freunde des Mädchens wurden ebenfalls aus dem Auto geschleudert, aber ihr Zustand war nicht so kritisch. Kennedy hingegen halluzinierte, dass Gott sie am Telefon anrief und ihr Lebewohl sagte. Als die Retter sie schließlich erreichten, bedankte sich das Mädchen bei ihnen, weil sie versucht hatten, ihr zu helfen. Doch die Ärzte kämpften im Krankenhaus weiter um ihr Leben.
Bei ihr wurden ein hoher Blutverlust, komplexe Brüche des Schulter- und des Schlüsselbeins sowie eine Verletzung des Plexus brachialis diagnostiziert. Ihr Hüftknochen wurde praktisch in Stücke gerissen. Kennedy Little Dyke verbrachte viele Monate im Krankenhaus, aber sie überlebte. Doch die Prüfungen für das Mädchen fingen gerade erst an. Sie unterzog sich 21 Operationen, von denen 5 besonders schwierig waren, da sie eine Amputation beinhalteten. Die Ärzte konnten das Bein des Mädchens nicht retten und waren gezwungen, es in der Mitte des Oberschenkels abzutrennen. Das bedeutete, dass die Herstellung einer Prothese und die Genesung für sie viel schwieriger sein würden, als sie gehofft hatten. Anfangs hatte Kennedy Angst davor, ihr Bein zu berühren und zu betrachten. Das Mädchen litt unter den Schuldgefühlen, die sie vor ihren Freunden hatte, weil sie in einen Autounfall verwickelt hatte. Kennedys verletzte Hand funktionierte so schlecht, dass sie nicht in der Lage war, selbst zu duschen oder sich die Haare zu waschen. Sie wurde von ständigen Schmerzen geplagt und Kennedy dachte, ihr Leben sei vorbei. Doch als sie die Reha begann, geschah etwas Unerklärliches. I just had like such a smooth transfer from such a bad mental health state to like such a positive one. Das Leben begann sich für das Mädchen lebendiger und voller anzufühlen, trotz ihrer Prüfungen. Am Ende hat sich Kennedy Little Dyke nicht nur an die neue Realität angepasst, sondern wurde auch zu einer berühmten Bloggerin, die andere mit ihrem Beispiel inspiriert. Manchmal fangen Kameras das ein, was niemand von uns sehen möchte. Auf der anderen Seite können die erschreckenden Aufnahmen uns allen eine Warnung sein. Also, passt auf euch auf, aber vergesst nicht, das Leben in vollen Zügen zu genießen.